Bam, es werde Licht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die letzten Wochen hat sich wirklich eine Menge getan. Ich habe endlich den Umzug hinter mir gebracht oder hinter uns. Ich bin noch so ein bisschen angeschlagen. Ich war nämlich letzte Woche komplett krank, deswegen ist hier nicht wirklich viel passiert. Heute geht es um den Umzug der Werkstatt. Und damit ist für mich quasi so Meilenstein, haben wir damit zurückgelegt und es kann jetzt richtig losgehen mit der neuen Werkstatt. Denn ich habe nämlich alles hier, was ich benötige, um die Werkstatt jetzt umzubauen, einzurichten und fertigzustellen. Bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, möchte ich nochmal meinen Kooperationspartner JP1880 erwähnen. Besser gesagt, der dieses Video hier unterstützt. Dort findet ihr Herrenmode von der Größe L bis 8XL, manchmal auch bis 10XL. Mit dem Rabattcode MrHandwerk20 bekommt ihr auf eure nächste Bestellung nochmal 20% Rabatt. Und hier rechts im Bild findet ihr gleich nochmal einen kleinen Reiter, wo ihr meine Kollektion findet. So, es hat sich nämlich in den Wochen schon ziemlich viel getan und es gab so ein, zwei Werkstattprojekte. Also wir haben eine Tür eingebaut, wir haben ein Fenster eingebaut. Ich habe dazu Videos gemacht, wie man das Ganze ausmessen könnt. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da bin ich jetzt nicht so wirklich drauf eingegangen, auf diese Werkstatt jetzt hier. Demnächst bauen wir noch eine Schiebetür. Wir gehen näher auf die Werkbänke drauf ein. Ihr seht im Hintergrund, ich habe hier eine ganze Linie voller Werkbänke einzeln zusammengereiht und darauf gehen wir auch noch mal ein. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Themen zum Thema Werkstatt einrichten und auch ganz, ganz viele Fragen, die wir heute zusammen, möchte ich mit euch einfach angehen und euch mal fragen und eurer Meinung mal hören, was ihr dazu sagt, wie ihr es machen würdet. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und jetzt fragt der eine oder andere sich bestimmt, warum hast du erst jetzt in der kalten Jahreszeit bei minus 10 Grad den Umzug gemacht? Ja, es gab so eine kleine Vorgeschichte und die fange ich jetzt an. Und für diejenigen, die darauf keinen Bock haben, spult einfach vor. Nämlich so in der Mitte oder am Ende des Videos ist nämlich die Auflösung vom Gewinnspiel. Die hat nämlich am 19.01.23.59 Uhr geendet und die Gewinner gebe ich nämlich dort bekannt. Hier an dieser Stelle ist es wirklich kuschelig warm. Ich habe nämlich hier 1-2 Heizstrahler mit A2500 Watt, sprich 5000 Watt und wir haben hier nochmal 4 Infrarotplatten. Darüber gibt es auch ein Video demnächst und wir haben jetzt in der Halle so ungefähr 10 Grad, die hatte vorhin minus 1 Grad. Es dauert so ein paar Stunden, bis so eine große Halle in Schwung kommt, weil ich die ja nicht ständig beheize. Nur mal nebenbei, darüber gibt es auch ein Video. So, Vorgeschichte. Also es war so, ich hatte 1-2 Aufrufe gemacht auf Instagram und hier auf YouTube wegen dem Umzug, wegen Helfer. Und es war so, dass sich ein paar gemeldet haben, einmal für Hannover und einmal für Leipzig. So, in Hannover hatte ich 1-2 Jungs kontaktiert gehabt, in Leipzig auch auf Abruf. Und es war so, ich hatte dann, es gibt ja so 4-5 sagenhafte Hersteller oder Unternehmen, die Autos vermieten. Und bei einem hatte ich dann einen kleinen LKW gemietet, 3,5 Tonnen. Ich habe jetzt noch den recht neuen Führerschein. Da darf ich nur bis 3,5 Tonnen fahren und Anhänger 57 Kilo. Das heißt, 3,5 Tonnen LKW gemietet. Das heißt, hinten ein Kasten mit einer Klappe, eine Laderampe mit Hebebühne. Weil ich hatte ja damals meine Möbel alle auf Rollen gebaut, bis auf die Metallschränke. Und dass ich das Ganze dann schön sauber transportieren kann. So. Alles gebucht und dachte mir, jawohl, fährst du nach Hannover, sagst den Leuten allen Bescheid, alles miteinander abgeglichen, fahr dann hin zu diesem Unternehmen, zu dieser Firma, möchte mein Auto abholen, ne, leg Papiere hin, Personalausweis, Kreditkarte und dann warten sie mal einen kurzen Moment. Und dann warte ich und auf einmal kommt da mit einem Sprinter um die Ecke, so ein Langsprinter, es gibt da wirklich so lange Dinger. Und dann ist so, okay,
sag's mal nichts, vielleicht hat der Sprinter ja eine Ladefläche, es ist ja manchmal so, ne? Und dann kriegst du vielleicht günstiger oder sowas, ne? Ich hatte letztens auch mal, wo waren wir denn da? Irgendwo sind wir hingefahren zur Messe oder so. Da hatte ich auch einen Leihwagen mir gemietet gehabt, einen kleinen T-Cross. Und ja, und dann hatten sie den nicht gehabt und dann gab es einen X5. Ne? Voll geil, sage ich nicht nein. Und ja, und da habe ich mir auch so, ja, bin einfach positiv an die Sache rangegangen. Und da war es halt so, dass dieser Wagen keine Ladefläche hinten hatte, also keine Hebebühne. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ich so, okay, ich hatte das und das gebucht. Und dann meinten sie, nee, haben wir ihnen dann per E-Mail geschickt, dass wir das nicht haben und dass wir ihnen den Wagen anbieten, alternativ. Ich so, ich habe die E-Mail nie bekommen und dann verstehe ich nicht, dass der Preis 1:1 ist. Naja, jedenfalls war ich stinksauer, habe mir gedacht, gut, keine Ahnung, wo die E-Mail gelandet ist. Ich habe im Spam nochmal alles geguckt, gelöscht die E-Mails, ne? War nicht da. Ende vom Lied, ich hatte an dem Tag kein LKW oder kein, ja, nicht den gewünschten LKW, den ich haben wollte. Hab dann noch 10 Firmen angerufen, eine Wartenschleifen drin. Das hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert, weil ich hatte ja diese Leute im Hintergrund, unter anderem mein Bruder David. Die haben alle gewartet, ne? Und ja, hab das ganze Ding am Ende abgeblasen, bin wieder nach Hause, nach Leipzig gefahren, hab mich echt richtig geärgert und hätte kotzen im Strahlen können. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Und ja, mein Vater meinte so, ja, oder mein Onkel, ruf doch mal vorher an. Warum rufst du denn nicht an und fragst, ob der Wagen da ist? Oder einen Tag vorher, ne? Ich so, macht man normalerweise nicht. Also ich kenne es nicht so, ne? Ich bin, keine Ahnung, ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht damit. Naja, dann habe ich das Ganze verschoben und dann stand Weihnachten vor der Tür und dann dachte ich so, gut, machst du das alles im neuen Jahr, im Januar. Und dann hatte ich dann einen LKW gehabt und ja, dann kommen wir zum Umzug. Ich hatte dieses Mal keine Leute Bescheid gesagt, hatte dann nur meinen Bruder David im Petto. Und der war schon ziemlich angenervt und meinte zu mir, ja, sag mal bitte Bescheid, wenn du den Wagen auch wirklich hast, ne, dann fährt er dann los. Weil der fährt auch ungefähr eine Stunde nach Hannover. Naja, jedenfalls hatten wir dann einen LKW bekommen und geil, hab mich voll gefreut, hab so 3-4 Stunden einkalkuliert, dass wir die gesamten Möbel in den LKW bringen. Und wir mussten noch 3 Schränke ausräumen und Kisten verstauen. Ja, und David und ich haben dann losgelegt, hatten eine Seilwinde. Die hatte ich auch hier gehabt zum Bau von der Beleuchtung. Gibt es über diese Beleuchtung für die Werkstatt, gibt es auch Videos. Die wirst du unten, oder die füge ich dir jetzt einfach im Eck rein, finden, falls du eine Werkstattbeleuchtung siehst. Wir haben hier eine Höhe von 4 Meter und ich habe so ein Gerüst aus Holzbalken gemacht. 40 mal 100er Holzbalken, 8 Meter lang sind die, glaube ich, oder 7. Und daran habe ich halt alles geknöpft. Ist noch nicht fertig. Das ist auch das Schöne, ne? Das hatte ich in der alten Werkstatt nicht, so einen schönen drehbaren Hocker. Den hatte ich übrigens von einem Zuschauer kommen von meiner Amazon-Wunschliste. Findest du auch unten, falls du mir irgendwie was wiedergeben möchtest, wenn ich dir mal geholfen habe bei irgendwie ein Video. Und meistens wollen die Leute uns irgendwas zuschicken, aber ja, damit habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist dann am Ende viel Ärger. Deswegen gibt es diese Liste, ne? Da habe ich so Wunschartikel drin und die kann man dann kaufen und die werden dann zu uns geschickt. So, genau. Und da hatte ich mir eine Seilwinde gekauft gehabt und damit hatte ich dann das Gerüst hoch und runter gefahren. Ich weiß nicht, was die gekostet hat, 80, 90 Euro. Und die hatte ich dann hinten am LKW festgemacht und wir wollten die Möbel, da die auf Rollen sind, wollten wir einfach rausrollen, weil die Werkstatt, die hat ja, das ist ja quasi, meine alte Werkstatt ist wie so ein Keller, wenn du nicht kennst, es gibt eine Werkstatttour oder ja, so eine Werkstatttour, die verlinke ich dir auch mal unten. Da gibt es so eine Einfahrt, also so eine, geht so runter, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Es ist quasi eine Tiefgarage, so. Auf jeden Fall haben wir dann die Möbel, zack, wir haben angefangen mit der großen Werkbank hier, die schätzungsweise, ich vermute mal, heute 300 Kilo auf die Waage bringt. Ich habe natürlich die Späne drinne gelassen, hier ist eine integrierte Absauganlage drin. Ich habe die ganzen Schubladen vollgelassen, die nochmal vollgehauen mit Schraubzwingen an die Seilwinde ran und dann hochgezogen. Und dann ist die Seilwinde blockiert und das haben wir im Nachhinein erst rausgefunden, dass die Seilwinde, die hat so einen Schutz drinne. Wenn man die so ein bisschen schräg macht, das Seil, dann geht die aus. Ne? Und die hat einen Zugkraft von 250 Kilo. Und das Gewicht, wir heben die ja nicht hoch wie ein Kran, sondern ziehen sie. Deswegen hast du da keine 250 Kilo, damit du das ganze Ding ziehst. Naja, vielleicht doch durch die Schräge. Auf jeden Fall hat sie sich dann immer abgestellt oder abgeschalten. Das heißt, wir haben das ganze Ding zur Hälfte fast alleine hochgedrückt.
mit zwei Mann, also ich und meinem Bruder, haben wir aber hinbekommen. So, und dann kamen wir oder standen wir vor dem nächsten Problem, die Laderampe, ne? Die war ja so groß, wie der LKW hoch und breit ist. Und da hat das ganze Ding quer ganz gut raufgepasst. So reingefahren und wir so, boah, geil, geht ja, sind wir eine Stunde durch, ne? Alles zack, 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 rein im LKW. Es war aber nicht so. Wir hatten dann die lange Werkbank, die könnt ihr hinten im Hintergrund sehen. So, und die lange hier hat eine Länge von ungefähr 3,50 Meter, ich weiß es nicht so genau. Und die passt von der Breite nicht rauf und auch nicht längst auf die Ladeplatte. Und das war ein wirklich großes Problem. Und damit haben wir gar nicht gerechnet. Und ich ärgere mich heute auch, warum ich denn so ein langes Teil gebaut habe. Es ist einfach dem zu schulden, weil meine Werkbank, meine alte Werkstatt so lang war. Und und da hatten wir nämlich ein Problem. Wie kriegen wir das ganze Ding jetzt hoch und rein? Wir haben es letztendlich dann irgendwie doch geschafft. Wir haben sie irgendwie raufgerollt, haben dann in der Mitte ein Kantholz drunter gelegt und haben das Ganze dann vorsichtig hochgefahren. Ist natürlich nicht zum Nachmachen geahnt, weil es saugefährlich ist, ne? Das Ding muss nur abrutschen und runterrollen, rollt mich über oder man verletzt sich wirklich sehr, sehr böse. Also das, was ihr jetzt seht, bitte, bitte nicht nachmachen. Es hat aber dann auch irgendwie funktioniert. Und dann gab es die nächsten Sachen. Bandsäge rein, Absauganlage rein, Kappsäge rein, ganzen kleinen Scheiß. Einfach alles rein. Viel, viel Holz, viel Holzplatten. Und eine Sache hatte ich noch vergessen gehabt. Wir hatten auf der langen Werkbank die Tischbohrmaschine noch drauf und das hatte eine gewisse Höhe gehabt und es hat wirklich Haaresbreite oben in den LKW reingepasst, weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, diese große Tisch oder die Tischbohrmaschine abzuschrauben, weil die wirklich auch sehr, sehr schwer ist. Es hat aber am Ende gepasst und dann haben wir auch wirklich die Bandsäge reingeknallt, die Absauganlage, die Kappumgärungssäge und alles Mögliche, was da so rumstand, an Holz, an Balken, alles rein, ne? Und bis am Ende noch die drei Metallschränke übrig waren und der dicken Hobel. So, und es gab noch ein kleines Regal aus USB-Platten mit Stangen drinne. Das war auch noch. Und wir dachten so, ja, kriegen wir noch irgendwie rein. Und dann haben wir erstmal angefangen, die Metallschränke leer zu räumen, alles in Kisten rein und so Euroboxen. Davon hatte ich mit den Jahren ungefähr 10 Stück zusammen gehabt. Ja, und dann standen wir oben vorm LKW und haben gemerkt, dass der LKW doch nicht passt. Also, dass da nicht alles reinpasst. Wie so Mist. Und dann habe ich mich, für meine Metallschränke entschieden, die reingemacht und Klappe zu, Affe tot. Und habe den dicken Hobel zurückgelassen und habe auch die USB-Box zurückgelassen. Weil den dicken Hobel, den kann ich zerlegen und kriege den irgendwie in mein Auto rein. Und das andere irgendwie auch. So. Kümmere ich mich später drum, notfalls verkaufe ich es. Ich weiß nicht, ob. Ja, ich melde mich dann nochmal bei euch. Ne? So, und dann sind wir erstmal losgedonnert. Wir haben ungefähr für diese Sache so 3 Stunden gebraucht. Ich finde, das ist recht sportlich. Und wir haben einfach damit nicht gerechnet, dass nicht alles reingeht. Anfangs, wo die große Werkbank da drin stand, da haben wir noch gelacht. Oh, passt 10-fach alles rein. Ne? Und es war nicht so. Das war ein kleiner Schock für mich. Und einfach nochmal mit mehr Arbeit verbunden. Aber letztendlich sind wir dann auf dem Weg nach Leipzig, haben noch kurz bei Meckes angehalten und waren dann abends um 11 da. Steffi hat uns schon empfangen. Dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und so. Und dann haben wir den LKW auch, finden wir in der Innenstadt in Leipzig einen Parkplatz für einen LKW. Ja, dann haben wir noch irgendwo einen Parkplatz gefunden, haben teuer Geld bezahlt. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Wir sind zur Werkstatt gefahren. Ich weiß nicht, um 12 Uhr und ich hatte den LKW bis 23 Uhr gebucht gehabt und es war wirklich eng. Es denkt ihr, warum brauchst du denn von 12 bis 23 Uhr so lange? Naja, wir hatten dann den LKW hier rückwärts an die Halle gefahren und die Durchgangsbreite vom Rolltor ist wirklich ganz, ganz knapp. Da kommst du gerade so mit einem Auto irgendwie rein, hast du links und rechts 5 cm, ist ein bisschen ärgerlich. Und die Ladefläche, also die Rampe, hat wirklich so gerade reingepasst. Und wir wollten halt verhindern, dass hier die Wärme viel flöten geht. Ne? Und dann haben wir losgelegt und die Metallschränke raus. Das ging noch schnell. Dann ein paar Teile von Wolfkraft hatte ich noch so einen großen Karton. Und. Und dann kamen wir, glaube ich, zur
zur großen Werkbank, die ging auch noch irgendwie so, und dann die lange Werkbank. Und dann hatten wir uns anfangs ein bisschen dumm gestellt und ja, schaut euch das mal selber an. Naja, am Ende haben wir das alles hingekriegt und ich habe jetzt ganz grob alles so hingestellt, wie es sein muss. Ich werde euch nochmal gleich ein, zwei Sachen fragen. Da wäre ich sehr, sehr dankbar, oder vielleicht werde ich auch nochmal ein extra Video darüber machen, wie ich das Ganze positionieren soll. Ja, ihr merkt einfach mit den Videos, wir sind jetzt mit diesem Video sehr weit nach vorne und es fehlen ein paar Videos mit dem Werkbank, mit der Beleuchtung und so weiter und so fort, mit der Heizung. Das kommt alles noch, ne? Keine Angst. Auch zu dem tollen Werktisch von Steffi. Da bin ich übrigens sehr, sehr neidisch. Ich spiele mit den Gedanken, meine selbstgebaute Werkbank abzugeben, um mir auch so einen Teil zu holen und mir vielleicht die GTS 10XC auch abzugeben, um mir eine kleine, keine Formatkreissäge, eine kleine Tischkreissäge holet und die dort hinstelle. Aber ich merke auch jetzt schon wieder, ich zeige euch das gleich mal, dass ich irgendwie, Platz ist hier nicht wirklich viel, ne? Ja, gut. Ja, auf jeden Fall haben wir es dann hinbekommen und ich bin dann mit David, sind wir nochmal kurz nach Hause, haben Käffchen getrunken um 17 Uhr. Ach, dann haben wir unsere Pappe. Ich hatte hier zwei riesengroße Haufen Pappe. Und da hatte ich mal schnell gegoogelt gehabt im Internet und habe dann auch jemanden gefunden, der Papier ankauft. Wir sind dann hin mit dem LKW, weil, ne, nutzen wir gleich mal aus, den LKW. Und dann meinte er so, ja, Papier und keine Pappe. Und wir so, scheiße. So, was machen wir jetzt damit, ne? Weil wir sind ungefähr 20 Kilometer mitgefahren. Dann haben wir einen Wertstoffhof angefahren und dachte ich so, oh nein, das ist ja Gewerbemüll quasi, ne? Das ist ja hier ein Gewerbe, muss dann halt ordentlich zahlen. Und nee, mussten wir nicht, wir haben ein bisschen Glück gehabt, ne? Weil das sehr geringe Mengen waren. Der Herr dachte von der Mülldeponie, Wertstoffhof, der dachte, der LKW ist komplett voll mit Pappe, war er aber nicht. Und meinte, ach Junge, schmeiß da rein in die Presse. Und ich so, boah, geil, voll fasziniert. Ich habe das mal aufgenommen. Richtig cool, so eine Presse. Haben wir alles reingeschmissen und es war auch wirklich alles Pappe, ne? Oder Papier. Keine irgendwie Müll drin, ne? oder Metall oder sowas. Ne? Und ich war richtig glücklich, dass ich das losgeworden bin. Naja, dann sind wir wieder zurück nach Hannover. Hab mein Bruder vorher ja zu seinem Auto gebracht und hab den Wagen getankt. Hab noch mal ein paar Sachen, Privatsachen im LKW gepackt, dann zu diesem Händler hin oder zu diesem Unternehmen, der LKW weggebracht und dann zack, gucke ich auf die Uhr, 23 Uhr. Ja, boah, ich so, wo ist die Zeit geblieben? Weg. Und dann bin ich dann um 23.30 Uhr bin ich dann nach Hause gedüst und war ungefähr um 2 Uhr zu Hause in Leipzig. Ja, zwei Tage, echt, ja, ein harter Umzug. Und danach hat es mich auch erwischt und bin krank geworden. Ne? Ja, und jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Genau, so sah es aus. Und ja, jetzt sagt ihr bestimmt, ey, hättest du Bescheid gesagt und hey, wäre schneller gegangen. Ja, aber ich wollte einfach die Leute nicht wieder hängen lassen oder sitzen lassen. In Leipzig hatte ich halt zwei zugesagt gehabt. Ich hatte noch mehr Leute, die mir in Leipzig helfen wollten. Aber ich bin dann immer so, ich möchte die Leute, ich nehme einfach ungern irgendwie Hilfe an. Ich versuche das immer irgendwie alleine zu schaffen. Das war vielleicht mein Fehler. Aber wir haben es hinbekommen, ne? So, und ihr seht jetzt hier schon die Sachen. Die anderen Sachen habe ich schon verpackt. Es geht jetzt um die Gewinne. Also, wenn du das Video noch nicht kennst, das war eine Danksagung von 2023. Das Video verlinke ich dir mal hier im Eck. Und ich möchte mich einfach jetzt bei den Leuten bedanken. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Wenn du dich jetzt lesen solltest, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Die blende ich hier jetzt ein.
mit deiner deutschen Lieferanschrift bitte voll mit Vornamen, mit Nachnamen, mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Und auch bitte in dieser Reihenfolge. Und genau, die Sachen, ich schicke eigentlich alles selber los, bis auf die Sachen von Ruko. Bei Ruko, fangen wir auch damit gleich an, hier gibt es dreimal ein 19-teiliges Bohrer-Set Flow-Step. Das ist ein Bohrer, der hat vorne so Stufen. Das heißt, du kannst damit einfach loslegen mit Heilbohren oder Edelstahl. Und du bohrst damit quasi vor, wie so ein Stufenbohrer. Ne? Ihr kennt ja einen Stufenbohrer. Genau, hab ich da einen da? Nee. Und der hat ja kleine Stufen vorne und damit kannst du dann zack durchbohren. Hatte ich auch getestet gehabt bei Ruko beim Event Tool Expert und findet dieses Jahr auch übrigens wieder statt im November, soweit ich weiß. Und genau, dreimal, die Gewinner blende ich jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr bekommt auch nochmal so einen coolen Thermosbecher. Die sind richtig geil und die halten richtig warm. Die hatte ich jetzt anfangs gehabt in der Werkstatt und hab mir wirklich die Zunge verbrannt. Und dazu kriegst du noch ein Autogramm und ein Sticker von Mr. Handwerk. So sieht das Ganze aus. Kennst du, ne? Zack, zack. Und für alle diejenigen, die sich jetzt nicht hier lesen. Für die, es gibt unten in der Videobeschreibung, gibt es einen Merchandise-Link. Dort könnt ihr T-Shirts kaufen, Hoodies kaufen, alles von Mr. Handwerk. Kennt ihr bestimmt, ne? Da kann man sein Logo drauf drucken. Also ist eigentlich nichts Besonderes, aber für diejenigen, die es haben wollen, die es geil finden, schaut mal nach. Und dort findet ihr auch diese Mr. Handwerk-Sticker. Es gibt es einmal in weiß und in schwarz. Und das Ganze ist dann nicht weiß, sondern ist transparent. Ne? Kannst du dir am Auto kleben oder wenn du so eine Stickerwand hast. Übrigens habe ich diese Wand auch noch und bin am Überlegen, wo ich die platziere. So, machen wir weiter mit Paulmann-Licht. Und ich finde, man merkt es schon, wenn ich die Front, also da habe ich auch noch so einen Strahler. Ne? Ihr merkt jetzt, hier bin ich schon wieder sehr, sehr dunkel. Da bin ich schön ausgeleuchtet, schon so ein bisschen zu blass. Aber ich bin wirklich in Wirklichkeit sehr, sehr blass. Genau, Paulmann-Licht da. Das ist auch ein ganz, ganz großer Sponsor von uns. Da haben wir wirklich viele, viele Lampen. Dazu kommen wir nochmal und zum späteren Zeitpunkt nochmal. Die Teeküche ist damit ganz gut ausgestattet. Die Werkstatt ist damit ganz gut ausgestattet. Und ich hatte, oder wir, oder Paulmann Licht hatte dann zwei Lampen verlost gehabt. Einmal eine Betonlampe und den Gewinner blende ich jetzt hier ein. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Und wir hatten einmal eine Holzlampe. Das ist übrigens mein Highlight, finde ich ganz, ganz cool. So aus so einem Holzfurnier, echt Holz übrigens. Echt Holzfurnier mit Leuchtmittel. Den Gewinner blende ich hier ein. Herzlichen Glückwunsch für euch, für die beiden Lampen, also jeweils an den einzelnen Gewinner. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Übrigens, wenn du einer der Gewinner sein solltest, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn du es auf Instagram, Facebook, TikTok einfach teilst, den Hersteller erwähnst und vielleicht auch mich. Genau. Tolle Lampen, gefallen mir wirklich sehr. Dann gibt es eine Kleinigkeit zu gewinnen und zwar hatte ich in letzter Zeit, ich hatte mal eine Kooperation gemacht mit Primo zusammen, beziehungsweise jetzt die zweite. Wer es nicht kennt, Primo, Link findest du unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch einen Rabattcode von Mr. Handwerk und Primo, da findest du wirklich alles. Von Leim zu Reinigungstücher, zu Schrauben, Jetfast, kennt bestimmt der ein oder andere von anderen YouTube-Kanälen. Und ich bin auch glücklicher Besitzer der Jetfast-Serie. Sind wirklich tolle Schrauben und es gibt auch ein Video von, wie ihr die Schraubenköpfe verschwinden lassen könnt. Kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich dir auch mal hier oben im Eck. Und wir hatten zusammen mit Jetfast, mit Primo 24 die Linie, die Gold, nee, M-Goldline verlost gehabt. Ich glaube, das sind 5 Schraubenpackungen oder 4. Ich weiß es nicht so genau. Den Gewinner blende ich jetzt hier ein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ich kann das Ganze nur weiterempfehlen. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit. Und ich hoffe, dass Primo noch mit mir eine Weile zusammenarbeitet und ich noch ein paar Schrauben bekomme. Der nächste Gewinn, der steht hier schon auf dem Boden. Keine Angst, ihr kriegt einen neuen, neu eingepackten. Das ist der Staubsauger von Bosch. Und ja, den kannst du mit einem 18-Volt-Akku betreiben.
Der befindet sich nämlich hier. So sieht das Ganze aus. Ist eine Serie Powerful All und dort gibt es den Staubsauger zu erwerben. Übrigens alle Produkte, die ich hier zeige, wenn du es nicht gewonnen hast und hast trotzdem Bock auf diese Produkte, werde ich dir unten nochmal verlinken. Und den Gewinner von diesem Staubsauger blende ich dir jetzt hier ein. Herzlichen Glückwunsch auch dir mit dem neuen Staubsauger. Es ist ein bisschen dunkel hier, aber ich habe mir jetzt hier eine kleine Ladestation gebaut. Übrigens habe ich mir jetzt hier ein paar Steckdosen angebracht. Genau. Und hier habe ich mir so Halter geholt. Ich glaube, die sind 3D gedruckt über Amazon. Einmal für diese Akkus hier. Gibt es, glaube ich, für alle Akkus. Geht in der Regel auch ganz einfach. Hier sind die Ladegeräte und hier sind nochmal die 12 Volt Akkus. Die kennt ihr ja, ne? Von Bosch. Und da habe ich mir auch 2 Halter geholt. Die sind aus Metall. Finde ich ein bisschen schicker, ein bisschen hochwertiger. Aber sind beide toll. Ich werde hier wahrscheinlich so eine Ladestation. Übrigens, das hier habe ich auch von einem Abonnenten bekommen. Eine Erste-Hilfe-Station. Kann ich euch nur empfehlen, euch sowas zuzulegen, vor allem im Nachhinein mit so einer Augenspülung. Dieser Kasten ist wirklich geil. Der hat eine Wandhalterung, den kannst du abnehmen, den kannst du überall mitnehmen. Da ist drinnen das Ganze nochmal staubgeschützt. Ne? Kostet zwar 40 oder 50 Euro. Ich war auch sehr, sehr dankbar, dass ich das Ganze geschenkt bekommen habe über die Amazon-Wunschliste. Und ich würde mich auch über einen zweiten freuen, dass ich den irgendwann nochmal da drüben platzieren kann in der Teeküche oder im Streaming-Raum. Naja, was jetzt nicht dabei war, ist eine Augenspülung. Und es hatte auch schon ein Zuschauer gesagt, es gibt, glaube ich, 2 unterschiedliche. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Damit kannst du dein Auge ausspülen, wenn du einen Fremdkörper drin hast. Genau. Und es gibt, glaube ich, für Säuren oder irgendwelche ätzenden Produkte gibt es nochmal eine andere Pulle. So, kannst du abmachen und kannst du dann auf dem Auge sprühen und das Ganze, den Fremdkörper dann rausholen. Und mir ist es, Gott sei Dank, habe ich das Ganze noch nie gebraucht. Aber meinen alten Meister, weiß ich noch damals, vor 15 Jahren, ich weiß nicht, oder 20, der ist dann quer durch die Halle gerannt, hat geschrien ohne Ende und hat dann sein Auge ausgewaschen und hatte so eine Pulle aufgehabt und hat dann da reingesprüht wie ein Verrückter und hatte sich irgendwie ein Hertha, ihr kennt Hertha, ne? Beim Lackieren gibt es dann Hertha und naja, und hat sich dann diesen Hertha ins Auge irgendwie gespritzt, beim Öffnen einer Dose oder irgendwie und ja, ist alles wirklich glimpflich verlaufen und daher aus Erfahrung habe ich einfach sowas da. Und ich muss mir, glaube ich, auch nochmal eine Augenspülung holen. Nicht nur für Fremdkörper, sondern auch für ätzende Säure oder Chemikalien. Ne? Habe ich jetzt immer hier und kann ich euch auch nur weiterempfehlen. Werde ich dir auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt kommen wir zu den anderen Produkten von Bosch. Ja, Bosch war wirklich sehr großzügig, 18 Volt. Diese Kantenfräse hier oder ein Router, ne? Habe ich auch schon sehr, sehr oft im Einsatz, hat wirklich Wumms. Es gibt auch nochmal den Bosch 12-Volt-Version, ne? Habe ich jetzt hier nicht liegen. Da gibt es auch hier so einen kleinen Exzenterschleifer, Akkuschrauber habe ich davon auch. Und ich verwende eher lieber dieses Tool hier, das hat irgendwie mehr Wumms, mehr Power hinter. So, den Gewinner wende ich jetzt mal hier ein. Herzlichen Glückwunsch dir und viel, viel Spaß damit. Ist wirklich eine feine Sache und du kriegst dazu auch nochmal passend ein Ladegerät und ein Akku. So, das nächste Tool ist die Easy Chain. Die kam, glaube ich, letztes Jahr auf den Markt, Ende letzten Jahres. Das ist eine kleine Kettensäge, Elektrobetrieben oder Akkubetrieben, auch mit den 18 Volt Akku von Bosch. Und hier ist, das ist ein Komplettset, ne? Mit Akku und Ladegerät. Und daraus haben wir oder damit haben wir ein Hochbett gebaut. Und aus Rubinienstämmen, Hölzer, ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Schau dir das mal an, würde mich mal mega drüber freuen. Ich finde, das Video hätte ein bisschen mehr Aufrufe verdient, hat es leider nicht. Vielleicht muss ich das Thumbnail nochmal ändern, keine Ahnung. Ist ein tolles Projekt geworden und das Ganze habe ich mit dieser Säge gemacht. Ja, und ich wünsche dir einfach damit viel, viel Freude und Spaß damit und hoffe, du hast genauso viel Spaß wie wir damit. Und ja, viel Spaß. Wie gesagt, Werkstatteinrichtung, ne? Darüber gibt es ein Video, da möchte ich mal mit euch drauf eingehen. Ihr seht jetzt hier, nee, seht ihr nicht, ne? Ich zeige euch das mal. Ziemlich zugestellt. Eigentlich wollte ich hier so meine Dreckecke haben, also Maschinen, die wirklich Dreck machen. Bandsäge, Dickmobil, ne? Kappsäge.
ihr seht, ist schon wirklich sehr, sehr knapp. Dann haben wir jetzt hier schon eine Ladung Holz. Das sind 3 Projekte insgesamt. Ich muss mir noch mal was überlegen zum Thema Absauganlage. Ich habe da zwar schon 1-2 Sachen gekauft. Zeige ich euch mal schnell. Habe ich einen Schnäpper gemacht, ne? Schnell mal gespart. Also gab es ein Angebot auf Amazon. Ne? Habe schon ein paar Sachen zusammengestellt, weil ich ein paar Ideen habe. Ich weiß nicht so recht, wie ich damit anfangen soll. Ne? Ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle und ich werde euch mal jetzt hier die nächsten 2 Videos einblenden. Vielleicht geht es auch schon weiter mit der Werkstatteinrichtung. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn du irgendwie Ideen hast, jetzt schon, ne? Dann lass die bitte da. Wenn du sagst, hey, du warst so blass oder das Licht, dies und das. Also, wenn du Ideen hast, schreib sie mir. Ne? Ich lese mir das wirklich alles durch. Ja, und ich hoffe, du bist einer der Glücklichen jetzt, der irgendwas gewonnen hat. Für diejenigen, die jetzt leer ausgegangen sind. Ne? Ach, wisst ihr was? Ich hole mal schnell was. Hatte ich in meinem Adventskalender von Bosch. Und das war in den Adventskalender letztendlich drin. Ne? So ein kleines Advis, so eine Federmappe für den Herrin mit Flaschenöffner, mit Schraubendreher, mit einer kleinen Knarre, mit Bits. Ne? Genau, für diejenigen, die jetzt leer ausgegangen sind, sorry, aber ja, ich habe leider nicht so viel. Also es gab ungefähr 300 Kommentare zustande. Freue mich mega darüber. Und vielleicht machst du wieder mit. Einfach einen Kommentar mit... was ich was, Hashtag Mr. Handwerk, genau. Und vielleicht hast du ja Glück und bist beim nächsten Mal dabei. Alle Infos, wie lange das Ganze hier geht, wann die Auflösung erfolgt, beziehungsweise wie lange das Gewinnspiel geht, findest du noch unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle anderen Links. Und es freut mich mega, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ciao.